Wunderbar, dann fange ich mal an. Paul hat mich kurz schon vorgestellt. Ich bin Kai, arbeite jetzt hier seit knapp 3 Jahren bei Seibert Media und habe so im Bereich Scrum Mastering angefangen und jetzt in den letzten Jahren immer stärker in die Unternehmensentwicklung gegangen. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, weil ich mich auch schon während meinem Studium viel mit Daten beschäftigt habe, mit Visualisierung, insbesondere mit Auswertungen. Warum machen wir das noch nicht so intensiv? Wir haben einen Wert bei Seibert Media, der heißt Transparenz. Das heißt, wir teilen auch mit unseren Kollegen unsere Unternehmenszahlen. Und da fängt es halt schon an, ne? Die Leute, die sich mit Zahlen beschäftigen, für die das irgendwie so das tägliche Brot ist, denen kannst du auch eine Excel-Tabelle hinwerfen. Aber gerade diejenigen, die eigentlich sagen, ach, Zahlen, Auswertungen, geh mir damit weg, da muss es irgendwie zugänglicher sein. Es muss schnell ja, erfassbar sein, welche Informationen dargestellt werden, was ich auch transportieren möchte. Und mit dem Thema habe ich mich im letzten halben Jahr intensiver beschäftigt. Und da gibt es ziemlich viele Lösungen am Markt, sehr teure, ja, weit verbreitete von den Big Playern, aber auch relativ einsteigerfreundliche, teilweise Open-Source-Lösungen, die eher mehr so ins Coden reingehen und eben auch Google Data Studio als eine Variante davon. Ich würde es jetzt noch nicht als BI, also Business Intelligence-Lösung, bezeichnen, sondern eher als eine Möglichkeit, Daten zu visualisieren. Also man kann mit Data Studio selbst jetzt nicht ja, super anspruchsvolle Auswertungen fahren, aber man kann strukturierte Datengrundlagen schön visualisieren und ja, bisschen dynamisch darstellen. Und was ich heute machen möchte, ist euch einmal kurz zeigen, wie man da rangehen kann. Also den Use Case habe ich jetzt schon mal so leicht umschrieben und danach tatsächlich in 5 bis 10 Minuten auch kurz vorstellen, wie man mit Google Data Studio tatsächlich arbeitet. Bei uns ist es so, und ich habe es eben schon gesagt, wir brauchen grundsätzlich strukturierte Daten. Also mit strukturierten Daten können wir Auswertungen machen. Und was heißt das? Irgendwie in einem gleichen Format, in einem lesbaren Format, also datenlesbaren Format vorliegen. Häufig hat man ganz viele Quellen, wo irgendwelche Informationen zur Verfügung stehen. Bestes Beispiel, was ich habe mich letztens mit einer Kollegin unterhalten, die hat zum Thema Altersdiversität in Unternehmen geforscht, wurde von einem Unternehmen auch beauftragt, das Thema Altersdiversität im Unternehmen ein bisschen wissenschaftlicher zu begleiten. Und die erste Frage von meiner Kollegin an das Unternehmen war dann: Was ist denn euer Altersdurchschnitt? Das wissen wir nicht. Müssen wir erst raussuchen. Das dauert. Das muss jemand dann aufbereiten. Und das ist so ein ganz einfacher, aber klassischer Anwendungsfall. Man hat diese Daten irgendwo vorliegen, aber man weiß jetzt nicht, wie komme ich mit einem Klick an die Informationen. Und das ist ganz wichtig, im Vorfeld sich Gedanken zu machen, welche Informationen man haben möchte, wie man die Daten dann dazu aufbereitet. Und ja, gerade wenn man irgendwie anfängt und da noch keine Struktur hat, vielleicht werden das einige von Ihnen kennen, dann arbeitet man mit Excel-Tabellen oder mit Spreadsheets oder man hat irgendwie ein Wiki-Dokument oder so. Da schreibt man die Daten rein, erstellt sich irgendwie eine Tabelle und diesen Monat haben wir so viel Umsatz gemacht, im nächsten so viel. Das ist schon mal gut, das zu haben, aber wirklich damit arbeiten kann man nicht. Oder nur schwierig. Mit Excel-Tabellen oder mit Spreadsheets wird es schon einfacher. Und hier kommt dann auch Google Data Studio zu tragen. Es ist sehr einstiegsfreundlich, weil man eben nicht alle Daten in einer strukturierten Datenbank haben muss, aber haben kann, sondern man kann auch mit Spreadsheets anfangen. Und ich zeige jetzt einfach mal ein kurzes Beispiel, wie so eine Datenquelle aussehen kann. Wenn wir jetzt uns Anwendungsfall, wir sind ein Produkthersteller, haben verschiedene Produkte, die wir verkaufen, in verschiedenen Kategorien. Wir investieren eine bestimmte Anzahl an Entwicklungsstunden jeden Monat darauf und haben eben Umsätze und Kosten. Wenn man jetzt hier die Tabelle sieht, oh ja, wir haben noch gar keine Tabelle. So, wunderbar. Wenn man jetzt hier schaut, in der Tabelle, wie gesagt, wir produzieren Produkte aus verschiedenen Kategorien, machen damit Umsätze und haben entsprechende Kosten, die dagegen zu rechnen sind. Hier sieht man schon, die Tabelle ist nach einem bestimmten Schema aufgebaut. Wir wollen ja häufig nicht Informationen über einen bestimmten Zeitpunkt haben, sondern schauen, wie entwickelt sich etwas im Zeitverlauf, wo sind Veränderungen. Also der absolute Wert ist häufig gar nicht so interessant, sondern eher die Veränderungen im Zeitverlauf. Und hier ist es dann essentiell, auch bei Google Data Studio, dass die Daten so aufbereitet sind, dass jede Information auf der kleinsten Aggregationseinheit eine Zeile darstellt. Also wenn wir jetzt sozusagen das Produkt 1 in der Hauptkategorie 1 haben, im Januar, ne, also dann diese Zeile, dann brauche ich diese Informationen einzeln. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, Produkt 1 und dann sozusagen in den Spalten meine Monate aufschreiben, sondern muss das in Zeilen machen und jede
Jeder Zeitpunkt ist sozusagen ein eigener Datensatzeintrag. Die Information brauche ich, um später auch aggregieren zu können. Also ich brauche immer die kleinste Einheit, die mich interessiert. Die Software selbst kann dann auf Überkategorien aggregieren, aber wir können natürlich nicht aus einer aggregierten Information dann die Detailansichten erschließen, wenn die Informationen gar nicht vorliegen. Also was man jetzt sieht, ich habe quasi für jedes Produkt oder Dienstleistung in jedem Monat eine entsprechende Information. Die ist einfach so weiter auch aufgebaut, die Datenbank, und führt sich immer so fort. Man kann auch neue Informationen quasi als Spalten hinzufügen. Und ganz spannend ist, nur mal jetzt schon, um ein kleines bisschen vorzugreifen, diese Informationskategorie, die bräuchte ich theoretisch gar nicht in der Datenbank pflegen. Also mir langt sozusagen die Untereinheit dieser Kategorie Item, und in Data Studio kann ich dann sozusagen abhängig von meinem Item auch Überkategorien generieren. Das heißt, ich kann basierend auf den Informationen, die ich vorliegen habe, in Data Studio Kategorien definieren, auf Basis derer ich dann meine Auswertung fahre. So viel zur Datengrundlage. Also wie man sieht, man kann mit einem Spreadsheet hier schon arbeiten. Das Ganze könnte auch eine Google Cloud SQL Datenbank oder alles andere nicht, aber vieles andere sein, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Google Data Studio ist grundsätzlich erstmal frei verfügbar. Es gab vor ein paar Jahren noch zwei Varianten, eine kostenfreie und eine kostenpflichtige Version. Das wurde dann, wie gesagt, vor 2-3 Jahren erstmal sozusagen gemerged in das Google Data Studio. Das ist aktuell frei verfügbar, wenn man einen Google-Account hat. Parallel arbeitet Google an einer größeren Business Intelligence Lösung, die ist aber aktuell noch nicht auf dem Markt, und es könnte sein, dass dann wieder in den nächsten Jahren eine kostenpflichtige Variante auf den Markt kommt. Aktuell kann man hiermit aber einfach kostenfrei arbeiten. Das ist das Dashboard, wenn man das erste Mal Google Data Studio aufruft. Und ihr seht jetzt hier im linken Bereich, wo mein Mauszeiger ist, die drei Kategorien, die uns in Data Studio zur Datenanalyse und Visualisierung zur Verfügung stehen, nämlich einmal die Berichte, also klassische Dashboards, die Informationen darstellen, dann die Datenquellen, also das ist eine Übersicht der Datenquellen, die ich angebunden habe und auf die ich zurückgreifen kann in meinen Berichten, und den Explorer. Der Explorer greift auf Datenquellen zurück und bietet eine relativ schnelle Möglichkeit, Daten zu analysieren und Muster zu erkennen. Allerdings nicht dafür geeignet, sozusagen Visualisierung zu machen, sondern ist dann eher auf so einer Tabellenebene, dass man sich anguckt, ich gehe gleich nochmal drauf ein, was stecken überhaupt für Informationen in meinen Daten drin, und dann im Nachgang überlege ich mir, wenn ich weiß, welche Informationen drinstecken, wie kann ich es visualisieren. Die drei Möglichkeiten gibt es. Wir können eine Vielzahl von Datenquellen anbinden, und bevor es jetzt zu theoretisch wird, möchte ich einfach kurz zeigen, wie das Ganze funktionieren kann. Also wir haben hier oben Beispielberichte von Google, wo man einfach mal einen sehr, sehr schnellen Einstieg auch bekommt, was ist denn möglich und wie kann so eine Konfiguration von einem Dashboard aussehen. Wir können aber auch relativ unkompliziert einfach unser eigenes erstes Dashboard erstellen. Dafür klicken wir wie bekannt auf das weiße Plus, neue Präsentation oder neuer Bericht. Und dann kommen wir in diesen Screen, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, also hier rechts sieht man, wenn man schon Datenquellen in der Vergangenheit angebunden hat, welche das sind, und kann auf diese wieder zurückgreifen. Wir können aber auch einfach eine neue Datenquelle erstellen, und das würde ich jetzt einmal kurz tun. Werde ich gleich machen, basierend auf der Excel oder auf dem Spreadsheet, was ich gerade gezeigt habe. Was man hier aber schon sieht, es gibt verschiedene Konnektoren. Der Julian wird später darauf eingehen, wie man einen eigenen Konnektor schreibt, aber es gibt auch schon frei verfügbare Konnektoren. Und zwar einmal von Google hier 18 verfügbare Konnektoren, die insbesondere die Google-Produkte selbst betreffen. Also man kann zum Beispiel Google Cloud SQL anbinden, man kann Datei-Upload machen. Also wenn man nur eine CSV-Datei hat und nicht mit dynamischen Daten arbeiten möchte, sondern einfach einen bestehenden Export von einer Datenquelle einmalig analysieren möchte, kann man das tun. Es gibt Google BigQuery als Data Warehouse-Lösung, die man anbinden kann. Dann entsprechende Google Analytics, Google AdWords, YouTube und eben Google Tabellen. Die werde ich gleich benutzen, aber ich zeige mal kurz die anderen Konnektoren oder die anderen verfügbaren Möglichkeiten, nämlich Partnerkonnektoren. Das heißt, das sind im Grunde aus der Community geschriebene Konnektoren für verschiedenste
Anwendungsfälle für verschiedenste Software. Man sieht, ich scroll gerade mal runter, es gibt zum Beispiel hier Konnektoren für Amazon, für die Amazon-API. Also im Grunde alles das, was eine REST-API zur Verfügung stellt, wo man über eine Schnittstelle auf die Daten zugreifen kann, kann auch über einen Konnektor angebunden werden. Ich habe nochmal eine Frage. Die Konnektoren, werden die reviewed? Sowohl als auch. Also das, da komme ich gleich drauf. Es gibt, wie gesagt, diese Kategorie Partner-Konnektoren. Da gibt es ein Review und da gibt es auch einen Qualitätssicherungsprozess und gleichermaßen gibt es auch noch die Community-Konnektoren oder beziehungsweise die Open-Source-Konnektoren, an denen alle mitarbeiten können, die sozusagen zur Verfügung gestellt werden. Und eine vierte Kategorie, die jetzt hier nicht sichtbar ist, nämlich im Grunde eigene Konnektoren, die ich nicht publik mache. Also ich kann auch für meinen ganz persönlichen Anwendungsfall einen Konnektor entwickeln und sagen, der soll nicht hier im Marketplace auftauchen für andere. Ich weiß nicht, Julian, gehst du da nachher nochmal drauf ein im Detail oder eher auf... Nicht im Detail, aber kurz, genau. Also es gibt wirklich relativ viele Konnektoren. Man sieht hier auch schon, Sekunde, hier sieht man drei Konnektoren, die wir für uns auch selber geschrieben haben, um zum Beispiel unsere Produktkäufe oder Produktverkäufe aus dem Atlassian Marketplace zu analysieren. Die sehen nur wir oder beziehungsweise die sehen nur ich. Wenn Sie sich jetzt einloggen, dann werden Sie die Konnektoren nicht sehen. Man kann dann hier über diese Entwicklerkonsole einen entsprechenden Token, eine Deployment-ID eingeben und kann somit auf seinen eigenen Konnektor zurückgreifen. Aber da wird Julia nachher drauf eingehen. Wir wollen jetzt einfach mal ganz einfach eine Google-Tabelle anbinden, gehen auf den Konnektor auf Auswählen. Das ist super einfach. Der wählt im Grunde im ersten Schritt schon, man ist ja mit seinem Google-Account eingeloggt aus dem entsprechenden Drive, die Tabellen aus, die man in letzter Zeit angeschaut hat oder alle Elemente, wie auch immer. Kann auch über eine URL eine entsprechende Datei anbinden. Und in meinem Fall oder in unserem Fall wählen wir jetzt Data Studio Präsentation. Das ist die Datei, die ich vorbereitet habe. Das Tabellenblatt heißt Raw Data. Das sieht man hier unten links. Raw Data, das ist der Name. Man kann also nicht die ganze Tabelle anbinden, sondern im Grunde jedes Tabellenblatt, was man anbinden möchte, wäre dann eine eigene Datenquelle. Wir binden jetzt Raw Data ein und klicken auf Verbinden. Und jetzt wird man gleich sehen, wir nennen das nochmal um, Cloud, Frühstück, Präsentation. Wir haben jetzt automatisiert erkannt, welche Felder in den Spalten Google Data Studio aus der Tabelle erkannt hat, nämlich das Datum vom Typ Datum, die Spalte Item vom Typ Text, Kategorie von Typ Text, gebuchte Stunden, Typ Zahl und so weiter. Wir sehen jetzt hier Gesamtumsatz, Kosten- und Stundensatz. Da steht auch Zahl. Wir wissen aber, eigentlich ist es ja eine Währung. Das heißt, wir können jetzt hier beim Typ jedes unserer Felder oder jedem unserer Felder auch eine spezifische Kategorie zuweisen. Data Studio erkennt das so gut, wie es geht. Wenn man einen eigenen Konnektor schreibt, kann man auch vorneweg sozusagen die Datentypen spezifizieren, was er ausliest im entsprechenden Schema. Man kann hier aber eben auch individuelle Anpassungen vornehmen, wenn man erkennt, dass da noch was entweder falsch ist oder nicht ganz spezifisch. In unserem Fall, wir haben den Umsatz und die Kosten in Euro, also gehe ich auf Währung und auf Euro. Das ist insbesondere dann wichtig, wie in Data Studio die Daten angezeigt werden. Also dass automatisch Währungssymbole mit angezeigt werden oder dass Trennpunkte oder Trennkommata mit eingefügt werden. Ja, der Stundensatz wäre auch noch in Euro und man könnte jetzt auch noch sagen, mein Datum ist eigentlich ein anderer Datentyp, sieht so und so aus, aber tatsächlich hat das in dem Fall richtig erkannt. So, wir haben jetzt Umsatz und Kosten, wir haben gebuchte Stunden, wir haben hier noch die Möglichkeit, den Zusammenfassungstyp anzuwählen. Das kommt im Grunde aus der Datenbank, aus dem Datenbankdesign. Man kann sozusagen die Aggregationsebene verändern oder die Auswertungsebene. Standardmäßig wird jede Zeile einzeln betrachtet und man wählt dann im Diagramm aus, auf welche Informationen ich erhalten möchte. Man kann aber auch im Vorfeld schon sagen, das ist eigentlich nur eine Summe. Ich möchte immer die gesamte Summe aller gebuchten Stunden mir anschauen und dann runtergebrochen auf verschiedene Kategorien. Wenn man hier in der Zusammenfassung schon eine Kategorie oder eine Aggregationsstufe wählt, dann ist das nachher nicht veränderbar. So, jetzt haben wir Umsatz und Kosten, aber klassischerweise interessieren ja auch noch so Felder wie zum Beispiel das Ergebnis. Was ist denn am Ende dabei rausgekommen? Ne? Oder eine Umsatzrendite oder so, gerade wenn wir uns betriebswirtschaftliche Kennzahlen anschauen. Da gibt es die Möglichkeit,
Also Variante A, wir haben diese Information bereits in der Datenquelle vorliegen. Dann ist es hier ein weiteres Feld, alles ist gut. Vielleicht möchte ich aber meine Datenquelle auch so schmal wie möglich halten, um so wenig Daten wie nötig auch einzulesen, um insbesondere die Zugriffszeiten zu verringern. Dann habe ich die Möglichkeit, basierend auf den Feldern, die in meiner Datenquelle vorliegen, weitere Felder zu berechnen. Sogenannte berechnete Felder heißen die hier, Calculated Fields. Ich mache das jetzt mal als Beispiel. Wir wollen das Ergebnis in Euro haben. Dann wäre das wirklich super dummy-freundlich, einfach Umsatz minus Kosten. Jetzt kriege ich hier gleich einen Indikator, dass ich grundsätzlich die Formelsyntax richtig gewählt habe, klicke auf Speichern und zack, habe ich ein berechnetes Feld, Ergebnis, kann ich jetzt auch verwenden in meinen Diagrammen. Weiteres Beispiel, wir machen jetzt die Rendite, die Umsatzrendite. Wäre einfach Ergebnis in Euro, also mit einem berechneten Feld, kann ich weitere Berechnungen vornehmen, geteilt durch Umsatz, Gesamtumsatz heißt es, Gesamtumsatz, fertig. So, alle Felder zurück, weiteres Feld, mit dem ich jetzt rechnen kann. Jetzt haben wir erstmal Basisinformationen, die uns interessieren, machen wir zum Bericht hinzufügen und dann wird diese Datenquelle, die ich gerade angebunden habe, zu meinem Bericht Google Cloud Präsentation oder Google Frühstückspräsentation hinzugefügt. Jetzt sind wir in der Maske zur Erstellung von Dashboards. Ist auch, ja, wie man es halt kennt aus irgendwie, weiß nicht, PowerPoint oder Google Presentations, aus klassischen Präsentations Softwareanwendungen hat man die bekannten Felder, ist relativ eingänglich, finde ich, insbesondere was das Design angeht. Man hat nicht viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber die sind recht zugänglich und verschiedenste Datentypen. Also hier oben in der Zeile haben wir alle verfügbaren Diagrammtypen. Das heißt, wir können, und noch ein paar mehr Informationen, wir können zum Beispiel dem Dashboard mehrere Seiten hinzufügen. Wenn wir eine größere Präsentation machen und nicht alles auf eine Seite passt oder inhaltlich vielleicht auch keinen Sinn macht, alles auf einer Seite zu gestalten, kann ich mehrere Seiten hinzufügen, die ich dann später auch einfach in der Ansicht mit, ich habe es jetzt wieder ausgeblendet, kann ich nachher nochmal einblenden, mit den Pfeiltasten durchklicken kann. Also man kann da recht einfach durchschalten und es gibt auch zum Beispiel für Google Chrome Plugins, die automatisiert nach einem bestimmten Zeitintervall durch die Dashboard-Seiten durchschalten, sodass man dann irgendwie, was weiß ich, auf einem großen Radiator irgendwo in der Teeküche oder im Eingangsbereich vom Unternehmen oder wo auch immer die Daten dargestellt werden sollen, automatisiert dieses Dashboard eben ausstrahlen kann. Genau, wir haben verschiedene Layout-Varianten, wie zum Beispiel die Kopfzeile, wie die angezeigt wird, wo Navigationsoptionen sind, wie groß das Ganze sein soll. In unserem Fall wählen wir jetzt einfach mal Bildschirmformat 16:9 in der HD-Auflösung. Sagen, es soll sich immer an die Breite des Bildschirms anpassen. Also wenn wir kleinere Bildschirme haben, schrumpft das zusammen. Wenn wir größere Bildschirme haben, expandiert das Ganze. Und ja, wir machen das Ganze noch mit Rand oder ohne Rand. In unserem Fall mit Rand und gut ist. So, jetzt wollen wir natürlich auch Diagramme darstellen. Ne? Wir machen jetzt mal das einfachste Diagramm, eine Zeitreihe. Wir wählen oben Zeitreihe aus und ziehen einfach den Rahmen auf. Jetzt sehen wir haben Spikes. Woran liegt das? Wir haben die Daten ja nicht tagesgenau vorliegen, sondern irgendjemand hat die sozusagen immer einmal im Monat in die Tabelle eingetragen. Das heißt, wir haben jeden Monat einen Wert. Sieht jetzt natürlich nicht sehr schön aus. Ne? Also wir sehen hier rechts, das ist sozusagen immer die Konfigurationsmaske eines Diagramms, aus welcher Datenquelle das Ganze gespeist wird, ob und wenn ja, welche Dimension wir für den Zeitraum haben. Das ist in unserem Fall das Feld Datum. Dann, wie das Ganze unterteilt wird, also auf welcher Ebene die Daten runtergebrochen werden. Ich kann das jetzt nach Datum runterbrechen, ich kann es auch nach Kategorien runterbrechen. Bei Zeitreihen macht es Sinn, das Ganze nach Datum runterzubrechen. Und jetzt kann ich hier bei dem Datum tatsächlich sagen, hey, das ist gar nicht tagesgenau, sondern ich möchte das im Format Jahr-Monat angezeigt bekommen. So, und schon sehen wir, ich kann es leider nicht viel größer machen, sonst das verschiebt sich komisch. Ich ziehe einfach das ganze Diagramm mal größer. Schon sehen wir, dass wir jetzt nicht mehr tagesgenaue Werte haben, sondern hier unten auf der Zeitachse die Monate aggregiert stehen. Das heißt, für jeden Monat haben wir jetzt einen Datenwert.
Und als Messwert haben wir die Summe der gebuchten Stunden. Ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte mir gerne das Ergebnis anzeigen und ich will gar nicht die gebuchten Stunden anzeigen. Sieht das ein bisschen komisch aus? Woran liegt das? Sieht, hier unten ist das Ergebnis überall 0, hier hat es einen Peak, hier ist es wieder 0, das ist eher unrealistisch. Wahrscheinlich hatten wir in dem Zeitraum negative Ergebnisse und dann können wir, wie auch aus anderen Anwendungen bekannt, das Diagramm formatieren. Wir können zum Beispiel sagen, wollen wir mit Linien oder Balken arbeiten? Einfach je nach Anwendungsfall auch interessant. Wir können die Farbe ändern. So, Ergebnis ist orange. Wir können Datenlabels anzeigen. Wird eben dann der Wert hier mit angezeigt. Ah, und jetzt sieht man schon, hier unten auf den Daten sind auf einmal Zahlen erschienen. Ja? Wir haben negative Ergebnisse. Und das heißt, wir müssen irgendwas an der Achse verändern. Hier sieht man schon, als Standard ist bei der Achse immer als Minimum 0 eingestellt. Wenn wir mit negativen und positiven Zahlen arbeiten, dann müssen wir einfach diesen Wert mit rausnehmen und das Diagramm passt sich entsprechend an. Wir können auch Maximalwerte angeben, wir können Tickintervalle angeben, also in welchen Schritten soll die Achse sozusagen springen. Aktuell ist das 15.000er Schritte. Wir könnten auch einfach sagen, wir wollen 25.000er Schritte. Dann passt sich das Ganze auch links an. So, machen wir wieder rückgängig, automatisch, schön. Andere Gestaltungsoptionen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen werde. Man kann zum Beispiel noch so Abhebung überschatten. Das ist aber alles dann ein bisschen Spielerei, wo man dann am Ende vielleicht auch lieber einen UX-Designer oder so drüber schauen lassen sollte. Oder man hat Spaß, das Ganze selber rauszufinden, aber soll jetzt hier nicht der Fokus drauf liegen. Ich will eher nochmal auf die Möglichkeiten der Diagrammerstellung eingehen oder der Auswertung. Wir sehen jetzt hier die Kategorie Aufschlüsselungsdimension. Aktuell ist das Ergebnis aggregiert, also alle Informationen, die ich habe, aggregiert und dann aufgesplittet oder gruppiert über Monate. Wir haben ja aber Über- und Unterkategorien, also die Items sind ja unterschiedlich und die übergeordneten Kategorien, wenn wir hier nochmal reingehen, wir haben Hauptkategorie 1, Hauptkategorie 2, es gibt die 4, 3 scheint es nicht zu geben. Ja, also Hauptkategorie 1, 2 und 4, vielleicht wollen wir auch eine Auswertung auf der Ebene haben. Und dann können wir die Aufschlüsselungsdimension wählen und nehmen jetzt einfach Kategorie. Was jetzt passiert, er splittet jetzt die Werte nach diesen drei Kategorien auf. Wir haben für das erste jetzt natürlich noch den Balken gewählt, da macht es wahrscheinlich Sinn, für die anderen drei auch den Balken zu wählen. Und zack, ja, jetzt vielleicht ein bisschen hässlich, wenn man die Datenlabels anzeigt. So, jetzt sehen wir haben jetzt quasi die drei Kategorien, das Ergebnis der drei Kategorien aufgesplittet. Habe ich jetzt einen Knick in der Optik? Oder? Ja, scheint so. Sieht so aus, als würde die Linie nach oben rechts gehen. Aber es ist tatsächlich gerade. Ja, genau. Also sozusagen eine Aufsplittung der Auswertung auf die entsprechenden Kategorien. Jetzt könnte man auch noch sagen, okay, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich möchte nicht die Kategorien aufsplitten, sondern ich möchte neben dem Ergebnis auch noch die gebuchten Stunden anzeigen. Also man kann entweder wählen zwischen Aufsplittungskategorien, also Dimensionskategorien oder eine Aufsplittungskategorie mit mehreren Messwerten. Beides geht nicht, weil es dann ja mehrdimensional werden würde und in dem Diagramm nicht mehr dargestellt werden kann. Hier haben wir sozusagen in Orange das Ergebnis, die gebuchten Stunden und in Rot das Ergebnis in Euro. Jetzt sind gebuchte Stunden und Ergebnis in Euro auf der gleichen Achse darzustellen, macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Gibt es auch hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ergebnis gerne links darstellen und die gebuchten Stunden rechts. Jetzt muss ich nur kurz was gucken. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen verwirrend, weil eine Achse bei 0 anfängt und die andere nicht. Moment. Ja. Vielleicht sind die beiden Werte jetzt nicht so super geeignet, aber von der Idee her, wenn ich zwei Informationen habe, die auf deutlich unterschiedlichen Achsen agieren, kann ich auch hier im Diagramm sagen, nimm bitte für jede der beiden Achsen eine unterschiedliche Skalierung und zeig dort die Werte an. Genau, also könnt ihr sagen, okay, das ist sozusagen abgeschlossen. Und was man eben auch gesehen hat, dass wir hier mit dem Ergebnis gearbeitet haben, also mit einem Wert, den wir vorher berechnet haben. Was auch ganz, ganz schön ist, wir sehen jetzt hier, wir haben da so eine Zeitreihe und sagen, ach, eigentlich interessiert uns das gar nicht, wir wollen nur das Verhältnis wissen. Zum Beispiel das Verhältnis der Monate. Jetzt nehmen wir mal die gebuchten Stunden, das ist Blödsinn, aber das Ergebnis zum Beispiel, ach nee, Ergebnis ist ja negativ, in einem Kuchendiagramm kann man keine negativen Zahlen verwenden. Also wenn, dann muss man ein anderes
andere Metrik verwenden. Gesamtkosten zum Beispiel. Kurz gucken. Verstehe ich nicht, warum die Werte so angezeigt werden. Ach, genau. Kann ich gleich nochmal die Ausgabe zeigen? Was meinst du mit der Ausgabe? Ja, genau. Okay, ich gehe jetzt hier mal kurz zurück und gehe auf ein Beispiel-Dashboard und zeige dort mal, wie das Ganze aussehen kann und wie man auch interagieren kann. Bis ich jetzt die ganzen Filter eingerichtet habe, das dauert ein bisschen, aber ganz schön, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt, was weiß ich, für meine Abteilung oder für meine Arbeitsgruppe so ein Dashboard zur Verfügung stellen, mit dem die selber arbeiten können. Dann erstelle ich im Vorfeld das Dashboard mit allen Informationen, die ich haben möchte, kann noch Filter und Zeitraumauswahl hinzufügen und hätte dann beispielsweise sowas. Ist jetzt ein Beispiel-Dashboard von Data Studio. Hier geht es um insbesondere Google Analytics-Daten. Und was man jetzt zum Beispiel sieht, hier oben ist eine Darstellungsform von kompakten Zahlen mit Vergleichszeiträumen zum Vorzeitraum. Also wenn man Informationen über diesen Monat hat und über den letzten und einfach sagt, ich möchte mir nicht nur den Wert von diesem Monat anzeigen lassen, sondern auch, wie sich das im Vergleich zum Vormonat entwickelt hat, braucht man dort nichts berechnen, sondern kann das einfach im Diagramm einstellen. Es gibt Darstellungen, zum Beispiel über regionale Informationen, insbesondere wenn man wissen will, von wo kommen denn unsere Website-Besucher. Wie ihr hier schon seht, das ist interaktiv, das Ganze. Also wenn ich im Ansichtsmodus bin und mit der Maus über die entsprechenden Charts fahre, kriege ich direkt immer Informationen über die Werte. Also ich kann das dann auch detaillierter auslesen. Vielleicht interessiert mich jetzt aber nicht, was haben wir hier ausgewählt? Das ist die letzten 30 Tage. Vielleicht interessiert mich eigentlich was ganz anderes. Also ich kann jetzt zum Beispiel die seit Monatsanfang mit heute, seit Monatsanfang, das heißt, ich wähle einen neuen Datenzeitraum oder eine neue Zeitspanne, klicke auf Übernehmen und jetzt zieht sich Data Studio automatisch für die von mir ausgewählte Filterung wieder die entsprechenden Informationen. Ihr seht, es dauert ein bisschen, das ist aber normal, je nachdem, welche Datenmenge und welche Datenquelle abgerufen wird, kann das zwischen 2-3 Sekunden dauern, wenn man wirklich ein sehr kleines Spreadsheet anbindet, aber auch schon mal bis zu 30 Sekunden, wenn man eine sehr große Datenbank anbindet, die vielleicht nicht so super performant ist. Genau, jetzt hat sich sozusagen der gesamte Zeitraum hier angepasst, vom 1. Oktober bis zum 25. Oktober. Die Vergleichswerte haben sich angepasst. Genau, hier unten kann man auch nochmal verschiedene Darstellungsformen sehen. Es gibt gestapelte Diagramme, 100% Stapel, also alles, was man im Grunde aus einer klassischen Präsentation oder Excel-Software, Spreadsheet auch kennt, kann man hier auch darstellen. Es gibt sowas wie Paginierung, das heißt, man kann weiterschalten, sagen, ich möchte mir hier die, also in 20er-Schritten die Herkunftsländer unserer Besucher anzeigen, aber immer nur 20, um nicht gleich alle 400 einzublenden und dann kann ich hier unten weiterschalten. Genau, ich würde sagen, ich belasse es jetzt erstmal dabei. Man kann noch viel mehr ins Detail gehen und noch ganz viele Anwendungsfälle zeigen. Für einen ersten Überblick langt es aber, denke ich, und wer sich dafür interessiert, kann einfach mal reinklicken, sich das selber anschauen. Ich persönlich fand es sehr, sehr zugänglich. Man stößt dann früher oder später schon auf kleinere Tücken, wenn man seine eigenen Anwendungsfälle abbilden will, aber für die meisten Anwendungsfälle kann man sehr, sehr schnell, finde ich auch optisch sehr ansprechende Ergebnisse erzielen. Und letztendlich geht es ja darum, auch in der Datenvisualisierung nicht nur irgendwie schnöde Zahlen in einer riesigen Tabelle darzustellen, sondern so zu visualisieren, dass sie zugänglich für möglichst viele Menschen oder am besten für die spezifische Zielgruppe zugeschnitten sind. Genau, in dem Sinne erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Gibt es Fragen, die ihr jetzt hier, Volker, ja? Meine Frage ist, kann ich so ein Dashboard jetzt zum Beispiel auch irgendwo anders einbinden, dass es jemand sich angucken kann, der keinen User im Data Studio hat, zum Beispiel als iFrame auf einer Webseite einbinden oder in eine eigene Anwendung, die irgendwo anders läuft? Genau, also irgendwo anders, da muss man halt gucken,
sozusagen Firewall etc., habe ich Zugriff auf Informationen von extern, ne? Aber grundsätzlich geht das. Es gibt klassisch wie bei fast allen Google-Produkten hier den Teilen-Button und habe ich die ganz normalen Rechteeinstellungen. Ich kann sagen, wer was sehen und bearbeiten darf, also für den Bericht jetzt. Gleichermaßen gelten diese Informationen auch für die Ansicht. Also ich habe einen Link zur Freigabe, also in die Zwischenablage, jetzt habe ich den Link kopiert. Aktuell könntet ihr den nicht sehen. Na, aber ich könnte jetzt sozusagen einstellen, dass einfach, Moment, wo ist es hier? Öffentlich im Web. Also die Seite ist sozusagen öffentlich im Web verfügbar. Jeder kann mit dem Link darauf zugreifen. Ich kann aber genauso sagen, jeder, der den Link kennt, darf darauf zugreifen. Bei ersterem kann ich es auch über eine Suche finden, bei dem zweiten nicht. Ich kann auch über Benutzerberechtigungen das Ganze abbilden, nämlich, ich weiß nicht genau, wo es ist, Moment. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wo die Funktion ist, aber man kann festlegen, wie mit Benutzerberechtigungen umgegangen werden soll. Beispielsweise, ich habe jetzt das Spreadsheet erstellt und sage dem Dashboard, dass das Dashboard meine Berechtigungen auf das Spreadsheet übernehmen soll. Das heißt, wenn ich kompletten Zugriff auf das Spreadsheet habe, haben alle, die auf das Dashboard zugreifen können, auch die Berechtigungen, das aus dem Dashboard aus dem Spreadsheet zu sehen. Wenn du jetzt, Volker, die Berechtigungen nicht hättest und ich den Haken umstelle, dass sozusagen deine Berechtigungen übernommen werden, dann musst du auch Berechtigungen haben, die Datenquelle zu lesen, um das Dashboard anzugucken. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Berechtigungsschemata festzulegen, die klassischen, die man von Google kennt. Also öffentlich nur mit Link und dann verschiedene Abstufungen innerhalb der eigenen Domäne. Und dann auch noch der Unterschied sehen und bearbeiten. Wenn ich es nur ansehen darf, kann ich wirklich dann nur mit interagieren. Wenn ich es auch bearbeiten darf, kann ich zum Beispiel auch diesen Button hier Daten aktualisieren nutzen. Das heißt, ich mache ein Force Update von den Daten. Weil normalerweise arbeitet Data Studio mit einem Cache, um nicht alle 2 Sekunden oder bei jedem neuen Abruf die Daten neu zu laden. Das zu forcieren kann ich nur, wenn ich entsprechende Berechtigungen habe. Genauso den Bericht herunterladen kann ich auch nur, wenn ich die entsprechenden Berechtigungen habe. Die User beziehen sich auf Nicht-Google-Account-User oder allgemein nur auf Google-Account-User? Also die Berechtigung kann ich grundsätzlich erstmal in der Gesamtheit für Google, also du brauchst einen Google-Account, um das Ganze zu nutzen. In der Freigabe kann ich auch Menschen mit einem Nicht-Google-Account freigeben, aber dann würde ich wahrscheinlich eher über diese Freigabeoption öffentlich mit Link arbeiten. Nee, also du musst schon einen Benutzer hinterlegen. Also du musst, wenn du jetzt hier drauf gehst, ich könnte sagen, Personen- oder E-Mail-Adressen eingeben, da könnte ich jetzt eine E-Mail-Adresse von jemandem eingeben, den ich für das Dashboard freischalten will, der muss aber einen Google-Account haben. Hier war auch noch eine Frage, hier vorne vorher. Ich wollte nur ganz kurz noch ergänzen, dieser Link, den man jetzt freigibt, da ist hinten ja sozusagen so ein quasi kryptische Zahl dran, ne? Das heißt, das ist im Prinzip der Zugriffsschutz. Wenn jetzt sozusagen jemand diesen Link hat, dann hat er eben Zugriff auf diese Sachen, aber es ist jetzt nichts, was man einfach so raten könnte. Ne? Das ist dann, also so wird das dann meistens für Nicht-Google-Accounts sichergestellt. Ja, ich glaube, es ist vom Prinzip eigentlich schon beantwortet worden, aber meine Gedanken gingen auch dahin. Ich baue jetzt halt so ein Dashboard und ich habe jetzt, sag mal, in einer eigenen Company halt eine Webseite, eine WordPress-Seite oder irgendwas. Und na gut, da würde ich es halt als Link freigeben, nur der den Link kennt, also den Link in die WordPress-Seite einbauen, und es wäre auch nicht schlimm, wenn jemand die Seite halt debuggt und den Link halt finden würde, wäre eh egal. Dann würdest du halt auch jeder andere in eine andere Seite halt einbauen können, wenn er den Link halt rausfischt. Deswegen meine Frage, gibt es auch irgendeine Form der Authentifizierung noch, oder ist das wahrscheinlich dann in der nächsten BI-Lösung dann wahrscheinlich dann? Nee, also die Authentifizierung ist tatsächlich ja über die Freigabe nur an bestimmte Accounts. Okay, das heißt, ich würde dann da, wo die WordPress-Seite ist in dem Unternehmen oder in meinem eigenen, würde ich ja meinen Google-Account für dieses Dashboard haben. Und da könnte man sagen, nur der diesen Google-Account hat, der darf das eben halt aufrufen und würde dann sozusagen auch die Daten dahinterlegen können. Und die würde dann kein anderer Zugriff drauf haben. Nur mit den freigegebenen Accounts. Wie hinterlege ich dann die Daten? Ich bin jetzt in WordPress, baue jetzt diesen Link ein,
mit dem Link, der nur mit für einen User eben halt zugegriffen werden darf. Und wo trage ich dann in den WordPress dann die Zugangsdaten ein? Du trägst in WordPress das gar nicht ein, sondern du trägst in WordPress, würdest du ja nur über einen iframe oder über welche Variante auch immer, den Link zu dem Dashboard einbinden. Und das Dashboard sozusagen, also oder beziehungsweise der hinter dem Link hinterlegte, das Dashboard, das übernimmt dann die Benutzerverwaltung. Das wollen wir aber gerade nicht. Sagen wir mal nicht WordPress, wir sagen mal eine React, eine richtige Webanwendung. Ich will das Ding da rein programmieren und möchte nicht meine proprietäre BI-Lösung, ich möchte einfach jetzt Google Analytics nehmen. Und da möchte ich gerne, wie ein Webservice, möchte ich gerne einen Link und irgendeinen Authentifizierungsservice, den ich dann damit hinterlege, der aber kein anderer entsprechend auslesen kann, auf Java-Basis, wie auch immer, ja. Ich glaube, die erste Frage ist ja erstmal, will ich die Daten öffentlich haben oder nicht? Wenn ich sie nur in einem gezielt geschlossenen Benutzerkreis zur Verfügung stellen möchte, dann gibt es ja den Google-Mechanismus dahinter. Du hast ja auch eine Oberfläche, haben wir eben beispielhaft gesehen, auf die du deine Mitarbeiter verweisen kannst. Die Frage ist, warum du jetzt... Nee, ich meine nur, wenn du sagst, innerhalb der Organisation freigeben, dann gibt es da... Innerhalb der Organisation mache ich mir da keine Sorgen. Das kriegt man auf alle Fälle. Ich meine, die Frage ist, wenn man das halt auch in einem Public-Bereich auf die Webseite halt bringt, ja, da geht es mir ja drum. Ja, aber, also ist halt die Frage, wenn der, wolltest du darauf antworten, Volker, oder? Ja, dann bitte erst. Also letztlich ist das Berechtigungsmodell das gleiche wie UIGs wird im Allgemeinen auch. Also zumindest soweit ich das jetzt kurz überblicken konnte. Wenn man das machen will, was du da angedacht hast, das war auch mein Gedanke so ein bisschen, dass ich sozusagen nicht diesen Weg des öffentlichen Links wähle, sondern über meinen eigenen User oder über einen technischen User sozusagen diese Daten abrufe und dann in irgendeinem anderen System öffentlich darstelle, dann müsste ich im Grunde so einen Wrapper schreiben, der mit einem technischen Account das HTML zieht und dann woanders wieder reintut. Ob das am Ende funktioniert, keine Ahnung. Also es ist mit Sicherheit ein bisschen dirty, aber so wird man es im Endeffekt machen. Das ruft quasi nach einem Google-Developer-Treffen mit Hands-on-Anteil, wo dann einmal das ausprobiert wird, ne? Jeder dritte Dienstag im Monat, genau, Google-Developer-Group dann. Also ich habe nach dem Hauptteil des Vortrages erstmal selbst versucht, eine Tabelle zu erstellen, was mir auch mehr oder weniger gelungen ist. Nur habe ich da beispielsweise unter den Datenquellen einfach YouTube vorgefunden und zugeben ein bisschen gedankenlos das als Datenquelle genutzt und daraufhin eine normale, übliche Strichtabelle gemacht. Die Daten, die da drauf sind, sind mir allerdings aktuell nicht sonderlich verständlich gerade, beziehungsweise da stehen zwar Daten drauf, die ich aber nicht wirklich zuordnen kann und da habe ich das Prinzip davon jetzt noch nicht ganz so verstanden. Da müsste ich jetzt, also tatsächlich müsste ich jetzt sehen, was du gemacht hast. Das ist sonst ein bisschen schwierig, hypothetisch darüber zu sprechen. Also das, das ist die Google Developer Group Werbeeinlage dann, dass wir einfach das Thema mal aufgreifen und bei einer Google Developer Group dann ein bisschen, da kann man im gezielten Austausch dann darauf eingehen. Wir haben ja nämlich noch zum Data Studio einen zweiten Vortrag jetzt gleich von Julian. Julian, du kannst dich schon mal, glaube ich, vorbereiten. Vielen Dank dir, Kai. Ja, wir gucken mal, dass wir nicht ganz aus der Zeit gehen, aber okay. Ja. Ich glaube nicht. Ich hatte nur mal eine Frage zum Dashboard. Wir hatten ja gesehen, eine Landkarte über die Länder. Gibt es da irgendeine Bibliothek, wo das so angeboten wird, wo die Funktionalitäten hinterlegt sind? Da ist ja die Weltkarte aufgezeigt gewesen. Ja, genau. Und ist das aus einer Bibliothek oder? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie Google das programmiert hat. Ich nutze es. Also, die Frage war, wie du das als Nutzer einbindest, dass du sagst, ich will jetzt eine Weltkarte haben. Ja, okay. Nein, dafür gibt es einen Diagrammtyp, der sozusagen Weltkarte ist. Oder, und da kann ich dann quasi auswählen, möchte ich das Ganze auf. Sekunde, ich zeige es noch ganz schnell, dann darf Julian. Ich kann einfach sagen, Moment, die Informationen sind jetzt hier in der Datenquelle natürlich nicht verfügbar, aber ich könnte sagen, Moment, es gibt hier diese Landkarte, das ziehe ich einfach auf und jetzt, ich habe natürlich keine Geoinformationen in meiner Datenquelle hinterlegt. Wenn ich aber eine Geoinformation habe, sei das Land, sei das ein Ort, sei das ein Kontinent oder eine Region, dann
zieht sich dieses Land. Genau. Ja. Gut, ich glaube, der Kai ist sonst auch noch für, oder Julian dann auch für Fragen auch noch im Anschluss dann verfügbar. Genau. Machen wir mal weiter mit dem Julian. Ja? Vielen Dank, Kai. Gerne.